Das wahrscheinlich günstigste Offroad-Wohnmobil der Welt. 19.990 Euro mit einer niegelnagelneuen Kabine, die oben drauf ist. Und es gibt es auch nur ein einziges Mal, solange der Vorrat reicht, muss man sagen. Denn dabei ist das Auto schon dabei. Das ist ein Bastlerauto, muss man sagen. Es fährt. Motor funktioniert, ist alles da, es hat nur keinen TÜV im Moment, oder? Genau, und ich verkaufe den auch ohne TÜV, also nur ausschließlich an Gewerbetreibende unter Ausschuss jeglicher Gewährleistung, weil natürlich so einen alten Ranger kann ich jetzt nicht verkaufen an eine Privatperson, das würde ich denen nicht zumuten. Das wäre so, also es ging nur, wenn er jetzt vermittelt werden würde von jemand anderem. Aber ich sag mal so, wie es hier steht, wenn das jemand haben möchte, sogar mit Mehrwertsteuer für 19.990 Euro, netto dann irgendwie um die 16.000 plus Steuer. Genau. Dabei ist die Kabine dabei, allein die kostet ja schon über 20.000 Euro. Knapp über 20, aber den Gag wollte ich ja loslassen, weil ja viele sich beschwert haben, dass die alte Absatzkabine als Bundle viel zu teuer war. Also ich glaube, billiger geht's nicht, oder Sven? Kann man den noch TÜVen? Was denkst du, was so für ein Aufwand? Normalerweise kann man alles TÜVen. Also einer, der eine Werkstatt hat oder sowas, der kriegt das ganz schnell mal eben hin. Also wahrscheinlich nur Bremsen gehen, Motor geht, der ist über 20 Jahre alt. Ist ein 2000er. Ist ein 2000er, ja. Und es ist auch der Hammer, wie man sieht hier. Du sagst ja immer so gerne, das ist der Hammer. Hat eine Hammerschlag-Heckklappe. Was ich schon mal ganz cool finde. Er hatte auch eine Anhängerkupplung mit dabei. Ja. Also das Auto ist nicht kaputt, sondern es hat im Moment keinen TÜV. Es hat keinen TÜV. Wir benutzen das hier, um mit Kabinen hin und her zu fahren auf dem Hof. Wenn jemand einen großen Reiterhof hat, selbstständig ist, da kann er auch auf seinem Hof rumfahren, mal hier Camping, mal in der Ecke Camping machen. Das ist so. Ansonsten kann er ihn noch TÜVen. Das ist so. Er hat aber jetzt, ich sag mal, Mängel müssen wir halt mal jetzt mal gucken, aber er ist im Preis mit drin. Der ist im Preis mit drin. Man holt eine rote Nummer und ich gewähre auch, dass der den Hof hier verlässt. So, die Kabine ist neu? Die Kabine ist nagelneu. Nagelneu. So, das heißt, allein die Kabine kostet ja schon so viel. Jetzt sieht man aber auch hier vorne, du hast nicht die günstigste Kabine geholt. Du hast jetzt mal gezeigt, diese Kabine kannst du natürlich auch auf einen neuen Pickup drauf machen. Zum Beispiel auf diesen Mercedes-Benz könntest du die drauf machen. Natürlich, aber dann liegen wir ja schon wieder bei 60.000 Euro. Das ist ja für viele viel zu teuer, weil Pickups werden zurzeit sehr teuer gehandelt. Also so ein Pickup kostet an die 40.000 Euro. Haben wir auch ein extra Video gemacht, könnt ihr euch anschauen. Da vorne, ja, da steht der XLT, müssen wir halt noch ein bisschen Rost machen und so, aber strukturell ist da nichts. Also der. Nee, so im großen Kranzen läuft der ja. Wir können uns mal den Motor anhören. Ja, gerne. Ich mach da gerne mal die Haube auf. Lass mal reingucken, ein Ranger. Guck dir das erstmal an. Das ist einfach umwerfend, ne? Der, also, der wurde ja damals nicht von Ford gebaut, sondern das war, ich meine, weil der noch funktioniert hat, wohl der Grund, es waren Japaner. Es war ein Mazda, ja. Ja. Soweit ich das weiß. Und der hat elektrische Fensterheber. Die funktionieren? Ja. Guck mal, alle funktionieren. Alle. Fensterheber. Siehst du, Vorführtechnik, der ist hier ausgeschaltet. Ja, genau. Da. Du kannst hier ausschalten. Funktioniert aus. Also da ist eine Kindersperre. Genau. Und funktioniert auch, also die Fensterheber funktionieren schon mal. Dann hat er hier unten so eine Rammschutzleiste mit drin. Genau, da kann man sich auch draufstellen, mal ein bisschen schütteln. Geht, also strukturell ist der in Ordnung, ist ein Schalter? Ja, ja, ist genau, Schalter und hat ein Untersetzungsgetriebe drin. Echter Allrad? Ist ein echter Allrad, man kann damit ins Gelände. So, hat 211.000 Kilometer drauf, das ist für den Motor gerade mal eingefahren. So ungefähr würde ich mal vorschlagen, ich zeige euch mal den Motor. Gut, der ist jetzt nicht aufbereitet, weil ich habe zu dir gesagt, hier, bereite ihn nochmal auf. Hast du gesagt, nein, wir lassen den mal so, wie er ist, ja. Weil... Ich muss das zeigen, ehrlich zeigen, wie sieht so ein Ding aus. So, das hier er dann. Mit einem oben dran. Kabine ist nagelneu. Das ist ein Diesel, wie man hört. Ja, ja, genau. Ein rein Vierzylinder. Genau. Ich denke schon, warte mal. 1, 2, 3, 4. Ja, Vierzylinder. So, der da ist. Läuft schön, ruhig, leise. Und läuft das Ganze auch schon ewig. Das heißt also, der ist auch ein Preis mit drin. Man müsste halt nur TÜVen. Genau. Vielleicht ein bisschen. Ich auch im Wald hier keine Kratzer reinfahren. Das Teil hat ja schon so viele Kratzer. Es hat schon Kratzer. Ich mach mal den Motor aus. So, jetzt kommt was Besonderes. Der hat nicht nur zwei Sitze, der hat sogar vier Sitze, aber der ist im Moment... Der ist als umgeschrieben worden, als Zweisitzer. Als LKW. Als LKW, genau. Und deswegen hat der jetzt eine
Stahltrennwand. Also man kann hier auch Gepäck und alles, was man nötig hat, einen Hund oder sowas. Was ich noch dazu gebe, ist hier so eine Kiste mit Ersatzteilen. Die ist dabei? Die ist dabei, genau. Guck mal da, Rückleuchte. Alles Mögliche ist da drin. Scheinwerfer, was man so braucht. Alles dabei. Crank. Also, ich wiederhole mal. Das Auto fährt. Es hat, ich sag mal klar, es muss jetzt noch ein bisschen gemacht haben. Da ist jetzt die Kabine, aber ich zeig mal gerade, bevor du jetzt mal ablässt, mach nochmal auf. Die Kabine ist jetzt nicht verbunden. Das ist Ladung. Die zählt als Ladung. Genau. Dann machen wir den Zurösen fest. Der ist jetzt in der Luft, wie man sieht. Ist er steht. Genau, und jetzt lass ich ihn mal ab, dann gucken wir mal, wie weit der in die Federn reingeht. Das ist ja hier eine Hortomobilkabine, die ist ja aus einem Monocoque. GFK. GFK Monocoque. Die ist absolut dicht, verwindungssteif und natürlich nicht allzu schwer. Also das ist eine alte Federung, die da drin ist. Ich bin mal gespannt, jetzt lassen wir sie mal runter. Mal gucken, was sie macht. Also er steht jetzt oder wie weit die dann einsackt. Relativ hoch. Wie cooles Auto. Schon gerade überlegt, ob ich den nicht nehme. Und das Ganze macht er nämlich wie folgt. Er ratscht nämlich im Moment. Er hätte sich ja auch die Makita holen können für 3 Euro, aber nein. Der ja, man muss ja was tun beim Camping. Also so ganz ohne wird das ja nicht laufen. Also der Aufbau passt auf jeden Pickup, auf jeden Standard. Ist das genormt, die Ladelänge? Ja, genau. Dieses, also auf Standard-Pickups. Also jetzt nicht ein S-Sangyong oder sonstiges, aber da hinten sieht man ja von hier Weiten, da sehen wir so einen Nissan. Da ist ein Kundenfahrzeug, ja. Der hat auch so eine Kabine, sogar mit Dachzelt oben drauf. Der orangefarben, ne? Genau. Da haben wir auch schon mal ein Video drüber gemacht, auf der Messe. So. Die Leute können sich ja nicht satt sehen an dieser Kabine. Alkostützen dabei, die werden später abgenommen? Die kannst du abnehmen, kannst du aber auch drauf lassen. Kannst du hochklappen? Klar, kannst du wegklappen und dann sind sie halt weg. So, das waren beide Seiten. Die eine Seite steht schon in der Luft, wie wir sehen. Da unten sind die schon am Schweben. Und die zweite Seite wird abgelassen. Der hat Blattfedern? Ja, Blattfedern, ja. Das ist, mal gucken, wie weit der jetzt runter geht. So, Kabine ist niegelnagelneu? Die ist niegelnagelneu. So, das Coole ist bei den Kabinen Full GFK extrem steif. Das heißt, das Zeug funktioniert, auch wenn es mal Vibrationen gibt beim Offroad 4x4. Da, ich sag mal, da ist die zu Hause, oder? Ja, auf jeden Fall. Okay, man muss halt, man kann ja nicht so fahren wie leer. Aber für so einen Angler oder sowas reicht es auf jeden Fall, auf den Feldwegen zu fahren. Also so, was der halt aushält. Ne? Ja, jetzt ist er gleich. Das ist aber krass, der hat schon richtig was mitgemacht, aber der Rost, der macht dem nichts. Der hatte punktuell ein bisschen Rost, aber nichts Strukturelles. Nee, ist nichts Schlimmes. Also ist überhaupt nichts Schlimmes. Also wer es haben will, 19.990 Euro mit der Mehrwertsteuer. So, das heißt, ihr kriegt dann diesen Ranger an Gewerbliche. Also wer zum Beispiel Unternehmer ist oder Handwerker oder egal was, ruft an, der kriegt die nagelneue Aufsetzkabine, bekommt den Janosch mit dabei für ein Wochenende. Nee. Kriegt er nicht, ansonsten wären es 39.900. So, das ist hochgeklappt. Die kann man so lassen? Die kannst du so lassen. Ich würde sie abmontieren, wenn ich fahre, weil auch dann kann ich besser die Markise natürlich verwenden. Die haben aber Ladungssicherung, die kann jetzt nicht einfach runterklappen in der Baustelle. Nee, die kann nicht runterklappen. Also die ist ja hier jetzt gesichert, das ist ja eine Alko, die ist jetzt fest drin. Also verstanden. So, die aber ratscht. Es ist besser, wenn man sie weglässt. So, die machen wir so ein bisschen hoch. Hat man die, nicht so diese Antennchen da immer hinten. Würde aber gehen. Das heißt, wenn ich jetzt mal die absetzen will auf dem Campingplatz, machen das Leute schon mal, lassen die stehen einfach? Habe ich noch nicht gehört. Ich würde sie jetzt prinzipiell nicht stehen lassen. Die Füße sind zwar sehr schön, aber wenn da jetzt eine oder zwei absacken würden, es regnet, ein Sturm. Fällt sie um. Dann würde sie schon irgendwann mal umfallen. Hier auf Stein geht das. Ja, gut, du kannst ein Holzbrett drunter machen. Die Profis, ja. Wenn da irgendwelche Unterlagen drauf machen. Jeder ist für seine Ladung selbst verantwortlich. Weißt du, was geil ist? Du kannst die Stützen auch in der Mitte stehen lassen dann zum Wäschetrocknen. Ja. Geht. Würde gehen. Während der Fahrt würde ich es jetzt keinem empfehlen. Tut doch weh, wenn man dann jemanden. So, Hortomobil. Was ist denn Hortomobil? Das klingt sehr türkisch. Genau, es ist türkisch. Also Hortomobil ist eine Marke, die bauen GFK Wohnaufsätze, beziehungsweise die bauen
Wohnwagen, die Außendusche, du hast hier Wasser, du hast hier Innenraum. Ich tue mal gerade Strom dran. Das ist aber lieb. Außen, das ist ein richtiger Camper, das heißt, der hat alles. Dusche? Dusche hat er außen nur, innen drin hat er keine Dusche. Da gibt es auf Wunsch auch mit Dusche, haben wir gestern gefilmt zum Aufklappen mit Innendusche. Ja, das sind dann die Crawler, auch die, Türken. Auch aber Türken, die Crawler. Die Crawler sind auch. Ist die Türkei denn so ein Riesenmarkt für diese, ich sag mal, Aufsätze? Ich weiß, ja, also Afrika sagt, ist ein Markt, Südafrika, da kommen viele her. Ja, die sagen ja, kaum zu glauben, aber in der Türkei soll es auch schöne Campingplätze geben. Ich war da noch nie campen in der Türkei. Vielleicht mal interessant festzustellen, ob das wirklich so ist. So, er schließt hier mal an, da vorne steht unser Affinity übrigens, auf ersten Dreheinsatz. Ich glaube, ab jetzt wird es auch nur noch wärmer. Genau. Du hast ihn angeschlossen? Ich habe den jetzt auch angeschlossen. Ich tue den mal ein bisschen sichern. Der hat Solar am Dach? Der hat auch Solar auf dem Dach, aber die Batterie ist, da ist irgendwas angeblieben. Da war die Batterie leer. Und ich muss das mal durchladen. Ich mach mal ein bisschen fest. So, also Auto und GFK Monocoque-Kabine zusammen mit der Mehrwertsteuer 19.990 Euro. Du hast. Ja, den Pickup schenke ich dazu. Also den Pickup schenkst du dabei. Genau, aber trotzdem auch bei geschenkten Geulern. Also, wer ihn haben will, ruft schnell an. Und dieses Paket gibt es nur ein einziges Mal. Das die Kabine. Und die Kabine normal, was kostet sie? Die kostet so wie sie ist, 22. Also ein Werbepreis, also statt 22, 19,99 mit dem Ranger. Genau, der Sven hat mich angeheult, ich soll das machen. Ich habe gesagt, für Werbung geben wir ja so viel Geld aus. Ja, ja. Mussten wir das einfach mal tun. Das fragen wir mal den Herrn Müller, ob das stimmt, ob er für Werbung wirklich so viel Geld ausgibt. Aber mit dir zu drehen macht allein schon Spaß. Du sicherst ihn gerade, das geht bei dem besonders einfach. Ja, weil er so eine Außenreling hat. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig mache, aber ich denke schon, es wird natürlich immer den einen oder anderen geben, der es anders machen würde. Das Bundesamt für den Güterverkehr wird dich dann schon belehren, was du falsch gemacht hast. Der Gurt war angerissen. Nee, der Gurt ist neu. Also muss an mehreren Punkten gesichert werden. Das kann auch innen sein. Das heißt, wenn also hinten die Ladefläche breiter ist, dann geht das auch innen, nehme ich an. Ja, die haben die innen, die Zurgurte, die neuen, die sind ein bisschen breiter. Von der Ladefläche her. Geht aber hier auch. Das geht hier auch. Also sie ist ja sehr schnell geladen, schnell verzurrt. So, das heißt, den gab es früher. Ich den Zoomer noch mal nach, bevor der abgeholt. Den gab es früher auch als Mazda. Den gab es auch als Mazda, ja. Platz da. Hier kommt der Mazda. So, dann tun wir den hier rein. In die Schlaufe. Richtig drin. Wir dürfen den ja nicht verlieren. Ladungssicherung. Ja, stell ich mal kurz vor, du bist Janosch? Ich bin Janosch, genau. Wir sind bei Müller EK, Müller Motors in Königswinter und wir kennen dich ja schon von der Messe in Düsseldorf, da standst du auf dem Stand von Hotomobil. Da haben wir auch unseren Full GFK Doblo gezeigt, namens, wie hieß der? Ronin. Ronin. XL. XL. So. Jetzt wird das Ganze noch gesichert. Ja, wir zuhren den nochmal nach ohne Kamera. Ja, brauchst du ja jetzt nicht. Ich wollte nur, dass wir wollen hier nur einsteigen, dass er nicht umfällt. Das wird jetzt nicht mehr passieren. So, andere Seite auch nochmal. Soll ich? Eigentlich brauchst du die fällt nicht um, oder? Die fällt nicht um. Gott. Aber okay. Nee, komm, ist gut. Sicher, sicher. Nee, ist gut. Wir fahren ja jetzt nicht vom Hof mit dem Ding. Darfst du eh nicht machen. So, wenn ihr jemand haben möchte an gewerbliche Abnehmer, aber das hat nur was zu tun mit der Garantie. Wenn ja, jemand, weil auf so einen Ranger kannst du natürlich keine Garantie geben. Aber so, wenn aber einer sagt, ich will nur die Kabine ohne Auto, dann machen wir das auch ausnahmsweise. Mach das auch. Dann geht es aber an jeden. Dann kann es an jeden gehen, ja. Okay. Aber das Auto ist halt auch nicht schlecht. Wenn man eine rote Nummer hat, man ist Gewerbetreibender, sagt sich, ich nehme das mit und die Lehrlinge bereiten den bei mir auf.
ein paar Handgriffe. Oder Bastler. Ja. Genau, und danach kann man schön Urlaub machen mit, mit der Kabine. Man kann damit in den Wald fahren. Das ist Euro 6D Temp? Ja, so mit abzüglich 6, ja. Also Euro 0. Euro 0 irgendwo. Ich glaube, die haben schon Euro... Euro 2, Euro 3 sollten die schon haben, ne? Krass. Aber ich weiß nicht, das ist noch auf. So, wir gehen mal rein. Ich bin mal drin. Du bist 1,92 Meter, deswegen ist die Stehhöhe... Ich zeig's mal gerade, hier, das ist die Aufbautür. Eine Dieselheizung ist eingebaut hier? Ja, die haben wir drin. Da vorne ist auch der Tank. Der 10 Liter Dieseltank und hier ist der Innenraum. Das ist krass. Das ist so winzig draußen und wir stehen gerade auf einem 22 Jahre alten Ford Ranger. Genau, wir sitzen, also ich sitze schon mittlerweile drin und bin gerade am gucken. Ja, guck mal. Krass. GFK Monocoque. Genau. Alles aus einem Guss. Hi. Hi, Sven. Jetzt sind wir oben drin, in einem halbgesicherten, auf dem alten Ranger und noch ist Helter. Also er ist nicht kaputt gebrochen, der ist nicht durchgerissen. Das Ding ist nagelneu. Zeig mal die Schutzfolie, die drauf ist. Die habt ihr nicht, ihr wart nicht im Aldi, ihr habt noch Klarsichtfolie gekauft. Nee, die kommt so. Aber nicht. Das ist ja noch das Bett zum Vergrößern, wie man sieht. Warte, ich gehe mal rüber. Das ja hier mal aufklappen. Das heißt, das ist ein Längs- oder ein Querbett? Genau, also ein Querbetten für zwei Zwerge oder ein Längsbett für zwei Erwachsene. Mach mal bitte ganz, dass wir einmal kurz sehen, wie es aufgebaut ist, jetzt wo wir gerade dabei sind. Diese kleine Klappe hier raus, damit ich die Stütze da habe. Ach, die liegt da auf? Die liegt da auf, die liegt da auf und was ist dann hier? Ein Polster raus. Auch alles neu, riechst du auch noch, das riechen natürlich deine Zuschauer jetzt nicht. So, und... Dann hast du Liegefläche, was hat die? Die hat 2 Meter. 2 Meter. Das heißt ein Riesending, aber insgesamt Länge sind wir hier bei 5 Meter. Oder bei dem Auto? Ja. Unter. Meinst knapp du? Drunter. So, ich würde sagen 5 Meter. 5 Meter, wie es da ist. Das ist der Alkoven. Du schläfst quasi schon über dem Auto, oder? Ja. Das ist so. Das ist gut verarbeitet. Also GFK Monocoque, also für die Ewigkeit gebaut. Die Dieselheizung läuft gerade an, da ist ein Ebersbecher drin. Ja, da kommt auch schon warme Luft. Man hört, die summt. Kann sie ja hier programmieren oder einstellen. Du hast ja hier auch verschiedene Möglichkeiten gucken, Batteriezustand und so weiter. Du kannst natürlich hier auch die Zähne putzen. Und kochen? Und kochen gleichzeitig. Das kann man. Also du hast ein Kochfeld, das langt für den allermeisten. Es geht ja hier nur um Camping. Es geht ums Schlafen. Ne? Man geht hier rein und schläft einmal. Man kann ja auch noch was ziehen. Das ist ja je nachdem, wie schnell man unterwegs sein möchte. So, bau mal bitte zurück, dass wir das Ganze nochmal sehen. So, da hättest du dann, also wäre einer im zurückgebauten Zustand, wäre dann... Das war's. Kann man das drunter legen oder wie wird das normalerweise dann platziert, wenn ich das als Querbett nutze? Dann baust du das hier ab. Kannst du abbauen. Kannst du abbauen, kannst du abschrauben. Ich meine, man muss vorher entscheiden, nehme ich das komplette Bett mit oder lasse ich das so als Querbett drin. Kann ich das auch drunter legen? Das ja, ging... Nein, ja, eigentlich... So ja, oder? Ja. Okay, so geht das. Das heißt also, das ist jetzt die Sitzposition. Du kannst die Heizung ruhig ausmachen. Ich glaube, es ist so warm, weil ich fange schon an zu schwitzen hier. Ja, so ein kleiner Raum, den bedarf ja nicht viel. Trotzdem, die hat 4 kW, glaube ich. Ja, die hat nur 2. Hat nur 2 kW, aber das langt hier für die GFK-Kabine. 2 Kilowatt, 2000 Watt. Wir sind im super kleinen Raum. So, also Full GFK. Dann hast du... Jede Menge Fenster. Fenster, die sind alle doppelt verglast. Genau, alle mit Fliegengitter. Du hast eine Tür mit Fliegengitter. Also man sieht, kann ich das ja auch hier alles zuziehen. Du hast hier auch ein Fliegengitter. So, die Frage kam immer oft, ich schlafe jetzt hier drin, dann macht jemand die Klappe zu, dann komme ich nie wieder raus. Du nimmst ein kleines Vorhängeschloss, tust es einfach dran, hängen und das Da war's. Kann man die Klappe nicht mehr zumachen. Die Klappe zumachen ist für viele wichtig. Die wollen keine langen Überhänge haben. Überhänge heißt ja, man geht ja auf die Achslast. Also es geht ja da eigentlich auf die Achslast. Du kannst ja ein Porta-Porti mitnehmen. Ein Klo, warte mal, ich zeig mal. Wenn du mal gerade hier vorne aufmachst, bitte.
Das war einmal gerade da reinfilmen. Also eine Schublade mit drin. Daneben hast du 230 Volt Anschluss. Ja, da kann man auch noch so einen Elektroofen rein. Hast du auch ein Programm? Haben wir auch ein Programm. Da hast du noch Lichtschalter. So, dann hier unten drunter ist was? Da unten drunter ist die Batterie und Ladetechnik. Da unter dir, unter deinem Po? Unter meinem Po ist noch Staufach ein wenig. Dann hast du hier unten drunter den Wassertank. Da ist der Wassertank. Volumen vom Wassertank? Volumen 50 Liter. 50 Liter Außendusche hast du mit drin. Das heißt, ja, du kannst duschen, halt draußen. Mhm. Dann zeige ich dich mal gerade, wie du hier drin sitzt. Also das ist dein Reich. Hier vorne hast du einen Schrank. Bitte mal öffnen. Genau. Da kannst du deine T-Shirts, Unterwäsche, die kannst du auch oben reinmachen. Das Ganze ist auch recht tief. Da ist die Heizung drin, hier. Hier in dem drunter. Kasten ist die Heizung drin, genau. So, die Heizung wird betankt durch diesen Außentank. Außentank. Tankt den voll und dann zieht er sich da den Sprit raus. Man kann den rausnehmen, den Außentank, natürlich, abnehmen. Kannst du auch abnehmen, kannst du ihn reintun. Man kann sogar einen zweiten festmachen. Das ist entweder ein Schrank oder hier kannst du dein Klo reinmachen. Genau, hier könntest du dein Klo reinmachen mit Porta-Porti, dementsprechend runterklappen, benutzen und wieder verschließen. Das Abwasser geht wohin? Hat der einen Tank? Oder geht's? Der hat einen Abwassertank, ja. Abwassertank. Und den kannst du hier mit einer Pumpe entleeren. Okay, mit Pumpe. Ja, das Besondere ist ja das GFK, muss man schon sagen. Also es ist jetzt kein Holzaufbau oder irgendwas, sondern die ganze Kabine ist aus einem Guss. Genau, eigentlich soweit wasserfest und natürlich, ja, es gibt halt keine Lücken, wo sich da die einzelnen Sandwich-Paneele öffnen können. Komm, wir schauen uns das mal von unten an. Was man machen muss, ist halt mal gucken. Also, solange Vorrat reicht. Ein Stück haben wir im Moment mit Auto. Der Ford Ranger ist dabei. Ein 4x4 XLT Modellvariante 2020. Also wer sich da noch an die alten Zeiten erinnern kann. Die alten Zeiten, zum Beispiel Sonnenfinsternis, kann sich noch daran erinnern? Ja, wo ist genau. Und dann wurde der gebaut. Stimmt. Da war es eine ganze Zeit dunkel. Da war das noch ein neues Auto. So ist es. Aber ich meine, wir machen uns jetzt so lustig drüber, wenn man da jetzt ein bisschen Zuwendung gibt, das Ganze ein bisschen Zeit investiert, dann wird er wahrscheinlich noch mehrere Jahre dich treu begleiten. Darf man den noch zulassen? Ja, wahrscheinlich, klar. Zulassen kannst du ja alles, wenn es einmal zugelassen ist. Wenn man noch 8 Jahre wartet, dann hat man ein H-Kennzeichen und dann darf man auch wieder in die Innenstädte. Das ist so, wie es da ist. Aber es ist jetzt schon ein Kultauto, Kabine drauf, nagelneu. Und guck mal hier, die Federn, die gehen gar nicht so in die Knie. Also gar nichts? Nee, ich dachte, das wäre viel schlimmer. Ich dachte, der ein bisschen hängt da hinten runter, aber nee, der steht ja vollkommen gerade, ne? Oder täusche ich mich da? Nee, super. Nee, sieht toll aus, ne? Der hat auch richtig Zuladung, das war ja damals so. Das ist so ein Schnäppchenpreis, vielleicht schlage ich ja noch zu. Da kaufst du es selber, oder? Genau. Nee, das machen wir nicht. Nee, machen wir nicht, okay, machen wir nicht. Gut, also da die Stützen kann ich abnehmen. Kriege ich eine Einweisung dazu? Selbstverständlich. Wenn man möchte, kann man auch eine Nacht hier verbringen. Ja. Sag mal, wenn ich jetzt mich da oben reinlege, das biegt sich nicht durch, so GFK, das ist steif. Das ist steif, ja. Das ist ja ein Monoblock. Und, wenn ich jetzt hier irgendwie gegenbumse, geht mal eine Schramme rein, das kannst du also ausbessern. Man kann das ausbessern. Natürlich muss man es dann fachmännisch reparieren lassen. Also am besten nicht irgendwo gegenbumsen. Gott. Aber ist ja auch gar nicht. Wichtig ist die Höhe, die sollte man sich wieder verinnerlichen, denn das ist jetzt nicht mehr die Serienhöhe, sondern ich habe eine lichte Höhe von, ich denke mal so, gute 2,80, oder? Ja, guck mal. Da vorne. Das sind 3 Meter und das sind drei dann Meter. Auch 3 Meter. Ne? Ja, könnten 3 Meter sein. Mhm. Wir sind in Königswinter, das wahrscheinlich günstigste 4x4 Offroad-Fahrzeug, was wir haben. Wir können uns ja mal den da hinten vom Kunden mal anschauen. Das ist was für einer, was ist da drauf? Da ist auch eine Automobilkabine, aber noch mit Zusatzbetten oben. Ach, so, oben drauf kannst du ausklappen? Du weißt ja, du kannst da reinklappen, wie wir es da auf der... der hat jetzt noch ein paar Sachen bekommen, so nachgerüstet bekommen. Solarzelle oben auf das Dach und noch eine Steckdose und noch ein paar andere Kleinigkeiten haben wir an dem gebaut. Ihr verkauft die bundesweit? Ja, klar. So, 4.3.2022, wir sind in Königswinter in Nordrhein-Westfalen am Fuße des Siebengebirges, des Ölbergs. Du wohnst ja unterm Ölberg? Ja, ja, in Ittenbach. Das ist am Fuße von dem Ölberg, genau. So, und da ist praktisch die gleiche, eine ähnliche Kabine? Das ist fast die gleiche, ja. Der hat jetzt keine Markise. Er ist auch schon ein paar Tage im Einsatz.
Aber die Dinger funktionieren und du kannst sie absetzen, wenn du mal nicht in Camping fährst, dann setzt du die einfach ab, das war's. Genau, das ist jetzt ein Schwarz mit so einem Raptor-Lack. Ist halt auch nicht verkehrt in so. Und wie gesagt, das Schloss, kannst du auch hier vom Tank nehmen, einfach da einhängen, da kann dir auch keiner mehr die Tür zuknallen, weil hängt ja dann im Schloss. So, also habt ihr eine riesen Auswahl. Wie viele verschiedene Kabinen gibt es denn? Man kann die verschieden ausstatten. Man kann die auch ganz Basis nehmen, ohne Seitenfenster, ohne Frontfenster. Da ist auch billiger. Natürlich, man kann sich da auch selbst verwirklichen. Also so ab 16.000 kriegt man die schon. Aber ich sag mal, die da vorne, die ist ordentlich ausgestattet. So würdest du da auch nochmal bauen, ne? Ja, ja, die ist ordentlich ausgestattet. Die hat alles drin, genügend Fenster. Man braucht ja Licht in den kleinen Kabinen. Aber sieht ja gar nicht so schlecht. Von Weitem sieht das auch krass gut aus. Über den haben wir übrigens, über den Sun 1220 haben wir ein Video gemacht. Ein Wohnmobil, das haben eure Azubis haben das umgebaut. Ein phänomenales Teil mit V8. Und steht hier. Der ja, Bart. Haben der wir Bart. Letztes Jahr ja gefilmt, genau. Ja. Da musste ja die ganze Farbe runter. Die Farbe muss runter, den gibt es auch so gar nicht. Also nee. Den gibt es eigentlich nur lackiert, oder? Genau, den gab es lackiert in so einem schönen Braun. Aber jetzt ist er Aluminiumfarben. Ja. Vorne steht er, also 19.990 Euro mit der Steuer, mit dem Ford Ranger 2020. Allerdings, wie gesagt, derjenige muss ihn dann abholen. Oder halt mit einer roten Nummer. Genau, mit einer roten Nummer, weil Kurzzeitkennzeichen kriegt man auch nicht da für Fahrzeuge. Die das war früher mal so. Ja, da durfte man ohne TÜV rumfahren. Der hat keinen TÜV, der wird auch ohne TÜV verkauft. Der wird auch ohne Garantie verschenkt, wenn man es so nimmt, weil man zahlt ja nur die Kabine. Der Ford, der ist dabei. Das ist als Mitbringsel. Und der läuft, der Ford. Das ist keine Frage. So, das Getriebe geht auch. Das Getriebe geht, der läuft, der fährt. Muss halt nur ein bisschen Liebe kriegen. Genau. Das ist alles eigentlich. Janosch, wir sind bei Müller Motors in Königswinter. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn Sie Bock haben, rufen Sie an. Deine Rufnummer? Meine Rufnummer ist die 02244 875 307. Oder einfach ins Internet müllermotors.de in die Suchmaschine eingeben und dann findet man uns auch. Hottomobil, die Kabine heißt wie? Das ist die Gladiator. Gladiator. Hört sich auch brutal an. Ja, tschüss.